Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Explorers featuring Crush40Freak89. Ja, nachdem wir letzten Part jetzt mal so eine wieder heftigere Mission hinter uns gebracht haben, wird es nun Zeit. Und zwar wirklich Zeit. Dass wir uns noch richtigen Missionen wie zum Beispiel. Naja, anscheinend. Müssen wir jetzt eine weitere richtige Crystal Search nutzen? Dieses Mal aber im normalen Sinne. Ich hoffe nur, diese Crystal Search wird während des Kampfes auftauchen. Ja, und ihr seht es richtig, ich habe jetzt meine Regenbogen-Magier-Robbe an. Passt perfekt zu einem weißen. So. Oh. Ah ja, hier müssen wir lang. Puh. Wir müssen also noch mal einige S-Bahn besiegen, wie zum Beispiel auch Odin. Es dauert noch eine Zeit. Wow! Und ich habe außerdem eine neue Magieattacke. Ultima. Hey, das ist genau der Angriff, den er einsetzen kann. Den man schwarze Ritter drauf hat. Wie geil ist das denn? Das ist cool. Das ist praktisch sowas wie die Meteor. Da habe ich ja wirklich ziemlich starke Attacken drauf jetzt aktuell. Und natürlich auch den Todeszauber. Für den Fall der Fälle. Ich glaube, gegen Bosse wird er nicht wirken, aber was soll's. Wir mal sehen. Dass er ausgerechnet Ultima kann, ist echt schon krass. Volltreffer. So, hier nochmal. Moment, was? Das ist nicht Ultima. Achso, er hat noch zweimal die Schockwellen eingesetzt. Deswegen hat es erst ausgesehen, als wäre das mein. Als wäre das mein Angriff. Okay, ich habe mich da ein bisschen geirrt. Hab mich da vertan. Das ist nicht der Angriff, den er auch gerade eingesetzt hat. Ja, was laufst du einfach davon? Hä? Hä? Feige Spast. Daraus wird nichts. So. Ich glaube, ich muss hier rein wieder. Nehme ich mal an. In diesen Ort, der von Kristall nur so umgeben ist. Mount Kemini. Ja, da sind wir. Alles klar. Dann auf. Bybus Puffs ist es jedenfalls noch nicht. So, probieren wir es mal, ob wir ihn gleich töten können damit. Hat nicht gewirkt. Na schön, Ultima. Ah, da muss ich näher beim Gegner dran sein. Das ist echt scheiße. Hab ich leider Gottes Angriffe drauf, welche ziemlich lange zum Aufladen brauchen. Dafür aber sind sie ziemlich stark. Hoffentlich aber wird das nicht zum Verhängnis. Ich mich erstmal konzentrieren hier. Ja, mach ihn down. Das schaffst du auch eigentlich normalerweise mit einer Combo schon. Was ist denn mit dir los? Lässt du jetzt einfach nach oder was? Hier ist nichts. Ach man. Magieverstärkung endet schon wieder so schnell. Da ist der nächste. So, diesmal aber muss ich mal schauen, wie der Ultima-Zauber so wirkt. Ja, ganz gut, würde ich sagen. Ist halt so eine Art Explosion, die man von sich aus erzeugt. Und da muss man leider Gottes in der Situation ziemlich nah begegnet sein. Oder vielleicht hilft der Konzentrationszauber, den Radius von Ultima noch zu erhöhen, so wie er es schon bei den anderen Attacken macht. Ich denke, darauf läuft es hinaus. Oh,
Fast vergessen, Abbaustellen. Immer untersuchen für alle Fälle. Hm? Sonst bereue ich das am Ende noch. Will er möglichst viel finden, um möglichst starke Waffen oder Rüstung herstellen zu können. Ich brauche ja demnächst noch die stärksten Waffen und Rüstungen. Hm, ist aber komisch, weil wir haben gerade mal die Hälfte des Spiels und trotzdem war das große Ziel, den großen Kristall zu finden. Aber was kommt da noch in der Story? Das ist die Frage. Ja, wir haben wirklich gerade mal die Hälfte durchgeschafft. Grob geschätzt. Und tschüss. Ja, komm, Ultima. Nicht lange fackeln. Ja, aber ich kann die maximale Wirkung jetzt nicht erkennen, weil ja mein Ritter gerade auch noch mitmischen muss. So. Jetzt habe ich mich aber genug umgeguckt. Ah, da kann ich noch für ihn beschwören. Das ist ein Monster. Ups, jetzt gehe ich da wieder zurück. Ich will eigentlich weitergehen. Und nicht wieder zurück. Alter, bin ich hier bin ich jetzt total beschuge oder was? Naja, ich muss sowieso jetzt die Crystal Search ein bisschen sparen. Da. So, dieses Mal nehme ich ihn mir mit Ultima vor. Nein, du bleibst schön weg. Na, du wirst sie von der Ferne aus ohnehin angreifen, nehme ich mal an. Ach, der weiß, dass ich einen starken Angriff vorbereite und deswegen entfernt er sich jetzt auf einmal von mir. Dieser Spacko. Der ist schlau. Der wusste, dass ich irgendwas Starkes vorbereite und das. Der bereits befürchtet, dass ich etwas Starkes vorbereiten würde. Hat sich deswegen schon mal in Sicherheit gebracht, dieser Spast. Nicht weit genug, aber trotzdem. Also nicht sehr weit, aber weit genug, um den größten Schaden zu vermeiden. Meine Fresse. Das ist natürlich jetzt schlauer Computergegner. Aber den hier muss ich jetzt mal damit erwischen. Ist wirklich ein starker Angriff. Aber er ist auch Ultima. Ultima ist immer in verschiedenen Formen bei Final Fantasy Reihe verfügbar. Ist auch ein typischer Angriff. Meistens wirklich der stärkste, den man kriegen kann. In den meisten Fällen. Oh. Sorry. Aber okay. Jetzt gibt es wieder Explosionen. Das war jetzt blöd, das gerade einzusetzen. Spast. Na warte. Death. Daneben. So ein Mist, ey. So. Aber jetzt. Summon F-Princess. Ich wollte das Venue einsetzen. So. Es ist irgendein seltenes Monster in der Nähe erschienen. Aus welchen, für was es auch immer gedacht ist. Da ist sie. Ist wahrscheinlich wieder, ja genau. Warum ist es eigentlich eine Prinzessin? Wofür ist die eigentlich? Wofür ist das Monster eigentlich? Gut. Ah,
Ach, verflixt, ich kann keine einzigen Attacke dieses Ding treffen. Ein Ultima hilft. Ah ja, du hältst dich für ganz schlau, ne? Ach komm schon. Ich kann keinen Monster richtig killen damit. Ach! Beeil dich, Meteor. So. Ach komm! Du gehst mir gewaltig auf den Keks, hörst du? Schwarzer Ritter, hilf mir mal bitte. So. Endlich ist dieses verwichste Ding weg. Wofür habe ich das eigentlich beschworen? Das ist die Frage. Das ist wirklich die große Frage, wofür ich dieses Ding eigentlich beschworen habe. Ach, egal. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist eine Crystal Search ausführen. Die richtige. Dass ich sie auch dann bald demnächst freischalten kann. Wie wär's, wenn du rundherum gehen würdest, mein lieber schwarzer Ritter? Tja. Was der da macht, ist einfach nur zu dumm. Mist, ja. Das ist halt wirklich eine Attacke, die nur schwer treffen kann. So, endlich ist er mal down. Ich muss mir sowieso jetzt mein AP wieder aufladen. Zwischenzeit. Winnie. Okay, und jetzt auf zum Boss. Bahamut war es wieder, ne? Aber wie auch immer. Nun, ich muss jedenfalls eine Crystal Search aktivieren. Vielleicht hat das die vielleicht ist diese die, was die Landschaft verändert hat. Weil irgendwie wurde ja letztes Mal die Landschaft extremst verändert bei einem Kampf oben auf dem Schneeberg, wo es extremen Schneesturm gab und plötzlich gab es einen Vulkanausbruch und der ganze Schnee ist wieder weg. Und das hat sich in ein Feuergebiet verwandelt. Das war schon ziemlich krass. So. Dann mal los. So, wer war es nochmal? Bahamut, ne? Yep, da ist er wieder. Und wieder mal im Schneesturm. Na komm mal her, mein Großer. Schnelldonner, hä? Jetzt setzt er das auch ein, oder? Hat er jetzt meinen Move kopiert? Dieser Spacko. Alter. Renew, komm schon. So. Das tut weh, ne? Da. Snow Banisher. Das ist es, ne? Habe ich also das jetzt eingesetzt? Tatsächlich, das war es, ne? Oh, lol. Feuer gegen Eis, die Landschaft verändern. Aber das schadet ihn ja nicht, ne? Oder fügt ihm das Schaden zu? Nein. Eigentlich nicht. Alter, der zertrampelt mich richtig. Aua. Ach, falsche Palette. Renew. Ach, warum Renew? Warum nicht gleich? Achso, das kann ich nicht. Die Leiste ist noch nicht voll genug. Lol. Na, warte. Aber jetzt. Jetzt wird es Zeit, dass du deinen eigenen Angriff zu spüren bekommst. Aua. Du Spacko.
Achso, kann ich ja nicht. Alter. Komm schon, Meteor. Jetzt kommt der Angriff. Alter, 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 alter. Den Angriff wollte ich gegen ihn einsetzen. Spacko. Ja, ohne zu sterben geht er wirklich gar nicht bei ihm. Echt schade. Aber das war's jetzt. Er ist down. Okay, das war's auch wieder mit dieser Quest. Haben wir es also geschafft. Das war schon... LOL, mit der Landschaftsveränderung. Das hat doch schon was. Aber okay. Ich find's cool. Ich find's cool. So. Eigentlich ist der Part noch nicht so extrem lang, aber wie schaut's eigentlich aus? Oh! Meldungen! Hm. Okay. Da hat er irgendwas Spezielles für uns. Das würde ich mir jetzt mal so gerne angucken. Beim Monster Hort gibt es wieder was. Da. Aterion. Aber okay, wir haben jetzt die Main Quest für diese Großkristall, ne? Checken wir das mal schnell aus. Ich habe sowieso noch andere Mainquests noch dazwischen. Ja, nochmal Odin besiegen. Oh mein Gott. Große Drachen geht es auch wieder zu besiegen. Für ein Bombengeschäft. Und zwei S-Bahn gleich besiegen hier. Ja, dadurch wird zwar der Part etwas kürzer, aber ich möchte da, wie gesagt, die Parts jetzt mal verkürzen und verschiebe das jetzt auf den nächsten Part. Wenn es trotzdem so gefallen wurde, bitte ich diese bestätigen mit einem Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush4Defic89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy Explorers. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you